Hallo, liebe Elbgefahrenleser. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich so einen ganz kleinen Rucksackfetisch und ich möchte heute einfach nochmal die Chance nutzen, euch den Akido Aro, komischer Name, aber ein cooler Rucksack, vorzustellen. Denn der sieht jetzt vielleicht nicht spektakulär aus, aber der hat einiges auf dem Kasten, was alles drinsteckt und was vor allen Dingen aus diesem Rucksack wird. Das zeigen wir euch jetzt mal in den nächsten 2, 3 Minuten. Jetzt zeige ich euch nochmal die Features dieses kleinen Rucksacks. Der hat erstmal eine wasserabweisende Oberfläche plus alle Reißverschlüsse, die von außen zugänglich sind, haben auch nochmal so eine Dichtung. Also eine ziemlich praktische Sache. Ebenfalls cool sind die seitlichen Taschen. Da können wir zum Beispiel 0,5 Liter Flaschen reinpacken oder einen Knirps-Regenschirm. Also alles, was ihr wollt, in dieses Netz, Sonnenbrillen, Etui, whatever. Zusätzlich haben wir hier vorne eine Fronttasche. Da habe ich jetzt mal reingepackt ein Notizbuch und ein bisschen Kleinkram. Also zum Beispiel AirPods, eine kleine Powerbank und ein Kabel. Ihr seht auch hier, ich kriege da meine Hand ganz rein. Da passt also schon einiges hinein. Kommen wir zum Hauptfach. Auch da haben wir einiges untergebracht. Ich lege einfach mal los und pack aus. Wir haben hier ein Buch, wir haben einen Bluetooth-Speaker und wir haben eine Jacke. Und ich hätte also auf jeden Fall noch massig Platz, 24 Liter insgesamt. Ach ja, fast vergessen, mein iPad Pro mit Magic Keyboard habe ich auch noch drin. Dann geht es hier weiter. Eine Innentasche, die ist von außen nicht zugänglich. Perfekt geeignet für ein Portemonnaie. Oder auch, wenn man es mal wegpacken will, sein iPhone oder ein iPod. Auf der Rückseite haben wir noch einen kleinen Haken, eine Öse. Ist wirklich sehr stabil. Da kann man also richtig dran ziehen, ohne dass was passiert. Kann man also auch den vollen Rucksack mal in einer öffentlichen Toilette zum Beispiel aufhängen. Der Schultergurt ist nicht großartig gepolstert, ist aber sehr breit, was auch bei hohem Gewicht für einen hohen Tragekomfort sorgt. Plus, er kann stufenlos verstellt werden. Da haben wir einiges noch an Spielraum. Ihr habt es ja gerade gesehen, wie ich ihn getragen habe. Das Highlight des Rucksacks ist allerdings diese Innentasche. Und zwar können wir da, ich hoffe, es klappt jetzt auf Anhieb, man muss schon ein bisschen ordentlich sein. Wir können quasi den ganzen Rucksack hier hineinstopfen. Ich mache das einfach mal. So. Das ganze Gedöns auch. Möglicherweise gibt es auch eine Technik, wie man den irgendwie schön falten kann. Ich stopfe einfach immer. Das macht man jetzt auch nicht dreimal am Tag. Und am Ende des Tages sollte es ja einfach nur passen. Zieht es dann hier noch ein bisschen nach vorne. Und zack, können wir das ganze Ding dann einfach verschließen und haben ein Päckchen, ja, was überhaupt gar nicht groß ist. Ich weiß jetzt nicht, was ich als Vergleich nehmen kann, aber ihr seht, es ist wirklich winzig klein. Und was auch noch richtig klasse ist, wir legen das mal auf die Waage und sehen 228 Gramm, also quasi nichts. Ja, und wenn ich jetzt überlege, hey, der passt jetzt zwar nicht in meine Hosentasche, aber wenn ich irgendwie übers Wochenende mal wegfahre, bin länger unterwegs, ich habe eine große Tasche dabei, einen Koffer und möchte jetzt nicht zusätzlich noch einen Rucksack mitschleppen. Dann packe ich den einfach rein und kann ihn dann vor Ort nehmen, wenn ich mal einen Tag durch die Stadt laufe, an den Strand gehe, whatever. Habe also nochmal einen kompakten Reisebegleiter, falls das überhaupt dieses Jahr irgendwie möglich sein wird. Aber ich wollte einfach mal die Idee zeigen, denn die finde ich richtig klasse. Es kostet auf jeden Fall mehr als diese ganz kleinen, winzigen Mini-Rucksäcke. Aber qualitativ und von Features her ist der auf jeden Fall würdig, mal erwähnt zu werden, der Akido Aro.